Also ich war sehr überrascht. Zum einen, nehmt das mal vorweg, über die Reaktionen des Publikums. Wahnsinnig engagiert. Während des Verlaufs der Diskussion haben sie eine Stecknadel fallen hören. Das heißt, eine irrsinnige Spannung. Das spricht jeden an. Also das Europäische Parlament ist sozusagen die verantwortliche Institution, um einen gemeinsamen europäischen Datenschutz herzustellen. Das haben wir jetzt auch gemacht mit der sogenannten Datenschutzgrundverordnung. Und die muss allerdings jetzt auch noch mit den Mitgliedstaaten abgehandelt und vereinbart werden. Und da hakt es im Moment. Und das Ziel ist es eben, dass wir nicht 28 unterschiedliche Datenschutzgesetze haben, so ein Flickenteppich, sondern dass ich als Europäer weiß, ein Datenschutzgrundgesetz quasi gilt für mich, egal wo jetzt das Unternehmen angesiedelt ist. Das ist das Ziel. Ja, das Bundesdatenschutzgesetz schreibt ja vor, jedes Unternehmen, das mehr wie 10 Leute beschäftigt, die mit personenbezogenen Daten in elektronischer Form arbeiten, müssen einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Und allein an dem Parameter kann schon mal jeder für sich prüfen, habe ich den erfüllt oder nicht. Aus meiner Sicht gibt es immer noch zu viele Unternehmen, die gar keinen Datenschutzbeauftragten bestellt haben, obwohl sie eigentlich nach dem Datenschutzrecht schon längst einen hätten bestellen müssen. Man muss den Leuten klar machen, welche Ergebnisse oder welche Auswirkungen das hat, wenn sie zum Beispiel im Internet unvorsichtig mit ihren Daten umgehen, wenn sie sorglos die klassischen Beispiele, Fotos auf Facebook stellen, die später vielleicht mal irgendwann Auswirkungen auf ein Bewerbungsgespräch haben bei einem Arbeitgeber, der das eben dann überprüft. Das muss man den Leuten einfach bewusst machen, viel mehr bewusst machen. Das trifft sowohl die Bürger als auch vielleicht die Schulen, die Vereine. Jeder, der eben die Möglichkeit hat, das zu transportieren, muss den Leuten einfach versuchen klarzumachen, dass das wirklich Auswirkungen hat und dass Datenschutz ein ganz grundlegendes Recht ist, das jeder einfordern muss. Man kann Datenschutz immer schwerer und schwerer noch durchsetzen und die informationelle Selbstbestimmung, so wie sie als Grundrecht oft behauptet wird, ist eigentlich ein Witz in Zeiten von Snowden und Co. Ich glaube, wir müssen uns mehr und mehr darauf einstellen, dass wir auch in eine Welt zusteuern, in der informationelle Privatsphäre in dem Sinne, wie wir sie irgendwie bisher gekannt haben, sich auflöst. Naja, ich glaube, es sind weder die einzelnen Unternehmen noch der Staat, die verantwortlich sind für sich jetzt für die große Menge an Datenunsicherheit oder Verdatung der gesamten Welt, sondern es ist einerseits die technische Entwicklung, es ist andererseits auch das kulturelle Verhalten von uns allen, von nicht nur einzelnen Akteuren, sondern im Grunde genommen von der ganzen digitalen Menschheit, die dazu führt, dass wir uns immer weniger und weniger auf so etwas wie Privatsphäre oder informationelle Selbstbestimmung verlassen können. Die Publikumsreaktionen haben klar gezeigt, dass jeder Einzelne schon mal in irgendeiner Form mit einer bestimmten Problematik von Datenschutz befasst gewesen ist und in der ganz speziellen Situation auch in gewisser Weise etwas hilflos und etwas überfordert gewesen ist. Und unsere Diskussion hat ja klar gezeigt, ich darf den Fehler nicht machen und sagen, für diese Problematik sind immer andere zuständig. Der Staat, Institutionen, wer auch immer. Nein, es fängt bei mir an. Ich muss mich darum kümmern, um einen vernünftigen Umgang mit meinen Daten. Da, wo es mir an Wissen fehlt, bin ich selber gefordert, Wissen beizubringen. Und dann gibt es eine ganz, ganz abstrakte Ebene. Das ist die Ebene der Geheimdienste zum Beispiel. Da muss sich dann wirklich die Politik drum kümmern.